Dann wollen wir mal. Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen, na, wie soll ich sagen, Mini-Let's Play? Wir schauen mal, wie lange es geht. Also ich werde täglich was hochladen, aber das wird immer nur 5 Minuten sein, weil wir kennen ja die Aufmerksamkeitsspanne eines durchschnittlichen YouTube-Guckers. Ich bin ja auch YouTube-Gucker und nach 3 Minuten juckt es mich schon im Finger, das Video wegzuklicken. Warum auch immer. Naja, wie dem auch sei, ich habe diesen Steam-Code von Application System Heidelberg umsonst bekommen. Ja, war sehr nett, danke dafür. Gebastelt hat das ganze Bumblebee. Das ist ein kleines Entwicklerstudio, ich glaube 10 Leute. Sehr ambitionierte Leute. Anderes Projekt von denen ist Days of Dawn. Habe ich aber auch noch nicht so viel von gesehen. Habe ich mich eben ein bisschen informiert, damit ich nicht ganz im Dunkeln stehe. So, dann wollen wir mal gleich ein neues Spiel starten hier. Uns steht nur London zur Auswahl. Den hatte ich eben schon, Herrn Kaschke. Den nenne ich diesmal anders. Ich habe eben schon mal ein bisschen angetestet, muss ich gestehen. Den nennen wir einfach Kinsey. Weil er so aussieht wie ich. So, Geistermeister GmbH. So, Schwierigkeitsgrad normal. Ich gebe keine Blöße auf leicht und schwer. Nee. Ist mir zu schwer. Dein Schreibtisch gibt dir einen Einblick in dein Team und den Geisterfängermarkt. Hier kannst du Teammitglieder einstellen und feuern. Dieser leere Raum wartet nur darauf, seine Bestimmung zu finden. Bestücke ihn mit einem Labor oder einem Trainingsraum, indem du auf die Kisten voll Krempel klickst. Klicke auf das Garagentor, um das Hauptquartier zu verlassen. Gut, wir haben 500 Tacken. Dein laufendes Spiel kannst du durch einen Klick auf den Save speichern. Viel Spaß. Dankeschön. Gut. Jetzt die Frage. Labor oder Trainingsraum? Ich nehme mal... das Labor. Dann stelle ich mir noch einen Wissenschaftler ein. Wie, nicht genügend Geld? Sicher. Ich... was? Will der 6 Monate im Voraus bezahlt werden, oder wie ist das? Gut, dann hat uns das Labor jetzt noch nichts gebracht. Dann gehen wir mal... Ach, wir haben schon kein Geld mehr, dadurch, dass wir das Labor eingerichtet haben. Okay. Ärgerlich. Na gut. Gehen wir mal Aufträge erledigen. Danke, dass du dich entschieden hast, eine Filiale der Ghost Control Inc. zu übernehmen. Zu Beginn wollen wir eine kurze Einführung in deine neue Tätigkeit als Geisterfänger geben. Was muss ich tun? Klicke bitte auf der Karte auf den Einsatzmarker in Form eines Geistes, um die Übungsmission zu starten. Viel Erfolg! Also gut, auf geht's! Auftrag annehmen! Go, go! Turbo! Mhm. Man weiß ja nie, wie viele Geister da sind. Die können immer nur 2 Geister fassen, die billig fallen. Los geht's. Seid gegrüßt. Der Geisterausradierer ist. So, und da sind wir auch schon im Spielbildschirm angelangt. Ist so ein bisschen... ich weiß nicht, kennt jemand Fallout 1? Es erinnert mich doch stark daran, weil man hat Aktionspunkte, mit dem man sich einmal bewegen kann, angreifen kann, Fallen legen kann, Türen aufmachen kann. Obwohl, ich glaube, für Türen braucht man keinen Aktionspunkt. Na gut. So, Tür öffnen. Und jetzt müsst ihr hier auch irgendwo... ja, da ist der Geist. Ich habe keine Aktionspunkte mehr zur Verfügung, demnach muss ich jetzt die Runde beenden. Ja, die Geister machen auch Radau. Gut. Sieht
Es wird mir gesagt, ich soll ihn angreifen. Nimm das, Froschgesicht. Ja, ich habe eine Falle dabei. Die platziere ich auch gerne unter dem Geist. Achso, ich kann ihn jetzt schon fangen. Gut. Ja, das sparen wir uns so, mal. Können wir jetzt gehen?